Wissen Sie, welche rechtlichen und sozialen und ökologischen Mindestanforderungen für eine IT-Beschaffung zu beachten sind und wie deren Umsetzung während der Laufzeit des Rahmenvertrags sichergestellt wird? Ja? Dann sind Sie bei mir falsch. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Aperitif. Vergnügen Sie sich da. Wenn die Antwort aber lautet nein, dann sind Sie genau hier richtig. Mein Name ist Stefan Zweili, ich bin WTO- und Vendor-Manager, Standardarbeitsplatzbund beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation. Alles, was ich Ihnen hier heute sage, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich Ihnen auf diese Fragen hier heute mit meinen Referentinnen und Referenten eine Antwort geben kann. Hierzu haben wir vier Referate, die sind sehr, sehr kurz getaktet mit ganz kurzen Fragerunden. Und damit ich Sie aber nicht abwürgen will und dass Sie keine Fragen stellen sollen, ist ganz das Gegenteil. Bitte stellen Sie Fragen. Ich habe Ihnen überall hier im Raum QR-Codes bereitgestellt. Da können Sie anonymisiert Fragen stellen. Die werden wir dann später in einem Fragenradar aufpoppen lassen und die wichtigsten Fragen beantworten. Und die Fragen, die nicht beantwortet würden oder die Ihnen erst später in den Sinn kommen, diese Fragen werden die Referentinnen und Referenten im Laufe dieser Woche beantworten und Ihnen dann schriftlich Antwort geben in dieses Referat hinein, in dieses PDF, das dann später dann hochgeschaltet wird. Sie müssen sich nicht anmelden, nicht registrieren, Ihr Name wird nicht hinterlegt, außer Sie schreiben explizit Ihren Namen hin, das ist völlig anonym. So sieht der QR-Code aus. Wenn Sie jetzt die Kamera nehmen und ein Foto machen wollen, können Sie auch von hier aus machen, sonst links und rechts und in der Mitte sind diese Zettel drin. Sie haben auf der, von mir aus gesehen, auf der rechten Seite die QR-Code für Electronics Watch und Tissio-Fragen und auf der linken Seite hier haben Sie zum ersten Referat vom BMI Fragen zu dieser Social Audit Studie. Nutzen Sie unbedingt die Gelegenheit für Fragen. Es gibt auch Voting-Möglichkeit, dass wenn Sie eine Frage bereits schon finden und erkennen, Sie finden die gut, dann können Sie die voten, dann wird sie höher gewichtet, dann wird sie auch eher dann beantwortet. Das Deutsche Beschaffungsamt des BMI ist der größte zivile Beschaffer des Bundes. In seiner Funktion als Zentralausrüstung für die öffentliche Beschaffung in Deutschland hat das BMI die Studie Social Audits als Instrument zur Überprüfung von Arbeitsbedingungen in Auftrag gegeben, und zwar bei der Firma BSD, eine Schweizer Firma bei uns hier. Die ist eine Elevate Company Firma. Das Resultat wurde 2021 veröffentlicht und ist meiner Meinung nach eine der besten Studien in den letzten 10 Jahren in dieser Richtung. Ilse Benecke, Leiterin der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Ministeriums des Innern. Sie war bereits 2019 bei uns zu Gast mit einem ganz spannenden Vortrag. Und Marion Rumpel, ebenfalls seit 2018 Mitarbeiterin der Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung, waren beide an diesem Projekt mitbeteiligt. Sie sind heute von Deutschland zugeschaltet und werden uns unter anderem über die Hintergründe dieser Studie erzählen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, in der nächsten Viertelstunde die Resultate dieser Studie zu präsentieren. Ilse, Marion, ihr habt das Wort. Hallo erstmal in die Runde. Wir hätten eine kurze Frage, Stefan, zum Teilen der Präsentation. Wir wären bereit, dass wir die selber teilen. Genau. Würde klappen. Richtig. So haben wir es abgemacht. Jetzt, ihr seht mich aber noch nicht, sehe ich gerade. Genau.
das nochmal anders teilen probieren. So, jetzt. Okay, dann machen wir es so. Ich muss mal. Ach so. Stefan, du hast die Präsentation auch, die Folien direkt danach jetzt in deiner Präsentation mit drinnen, oder? Moment noch schnell, das Teil hat im Moment gerade nicht funktioniert. So, jetzt. Ja, gut. Ah, so super. Wunderbar, zweiter Versuch, bitteschön. So, voll gut. Schönen guten Tag. Ich freue mich, auf diese Art und Weise hier sein zu dürfen. Ich finde, das möchte ich vorweg sagen, eine ganz tolle Sache, dass uns das möglich ist, hier aus Bonn zugeschaltet zu sein. Wir sitzen mit der Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung in Bonn. Und ich würde Ihnen ganz kurz gerne vorstellen, wer wir sind und in welchem Kontext wir diese Studie in Auftrag gegeben haben, damit Sie das ein kleines bisschen besser einordnen können. Ich darf die KNB leiten seit Anfang 2016 und nein, das bin nicht ich, auch wenn diese Brille meiner roten Brille recht ähnlich kommt. Aber mit derselben Motivation und Begeisterung möchten wir das Thema Nachhaltigkeit in der Beschaffung vorantreiben. Unsere Aufgabe ist es nämlich, Bund, Länder und Kommunen darin zu unterstützen, Nachhaltigkeitskriterien in die Beschaffungsverfahren mit einzubeziehen. Das ist in Deutschland recht ungewöhnlich gewesen, zum Zeitpunkt der Gründung der Kompetenzstelle im Jahr 2012, dass wir Bund, Länder und Kommunen im Blick haben. Wir sehen uns aber auch zuständig für alle anderen öffentlichen Auftraggeber, wie zum Beispiel Sektorenauftraggeber, und haben damit ein in Deutschland wirklich sehr breites Zielpublikum von rund 30.000 geschätzten Bedarfs- und Beschaffungsstellen zu bedienen sozusagen und im Blick. Die Art und Weise, wie wir unseren Aufgaben nachkommen, ist, dass wir zum einen ein sehr praktisches Angebot haben. Wir haben eine zentrale Webseite, die wir zusammen mit den Bundesländern betreiben, wo wir Praxisbeispiele, Leitfäden aus den jeweiligen Bundesländern, aber vor allem auch die gesamten Rahmenbedingungen versuchen, so gut es geht, abzubilden und bauen das nach und nach zu einem One-Stop-Shop aus auf unserer Webseite. Wichtig für unsere Arbeit ist aber auch, wir haben eine Hotline. Sie können uns sehr praktisch anrufen per Telefon oder uns eine E-Mail schreiben und uns Fragen stellen zum Thema Nachhaltigkeit in der Beschaffung. Zum Beispiel, wenn Sie gerade ein konkretes Ausschreibungsverfahren konzipieren, dann können öffentliche Auftraggeber bei uns anrufen und auf ganz kurzem Dienstweg die Frage stellen. Und wir beantworten, wenn wir können, selbst. Sehr häufig tun wir das zusammen mit unseren Partnern und unseren Netzwerken. Und das sind vor allem die Ministerien und die Behörden der Bundesregierung und der Bundesländer, aber auch ganz wichtig für uns die Verbändelandschaft und die Zusammenarbeit mit den qualifizierten NGOs zu den jeweiligen Themen. Und darüber hinaus haben wir einen Teil, bei dem wir sozusagen strategisch unterstützen. Das heißt, wir versuchen, die Themen zu adressieren, die öffentliche Beschaffer nicht alleine adressieren können, weil ihnen dazu entweder die Qualifikation oder das Personal bzw. die Kapazitäten fehlen. Und in letzterem Zusammenhang haben wir uns dem Thema Audits in der Beschaffung, also vor allem Sozialaudits in der Beschaffung, gewidmet. Ganz kurz zur Ausgangslage. Wir haben bereits 2019 vorgestellt, eine Verpflichtungserklärung mit dem Verband Bitkom behandelt. Bitkom repräsentiert in Deutschland die ITK-Branche. Und wir haben mit dem Verband die Frage beantwortet, wie können wir wirklich als Mustererklärung Menschenrechte in der Beschaffung abfordern? Und haben uns recht tief und eingehend mit diesen Fragen beschäftigt und sind immer wieder auf die Frage gestoßen, wie lassen wir uns das Ganze nachweisen? Und dann kann man zum einen die Papierform nachweisen lassen und zum anderen kann man aber auch oder muss man die Frage beantworten, geht denn jemand vor Ort kontrollieren?
Und immer wieder, wenn wir auf diese Frage gestoßen sind oder sie uns gestellt wurde, haben wir festgestellt, es fehlt uns profund Grundlagenwissen zu diesem Thema. Es gibt verschiedene Prüfungsformen. Es gibt so viele Sachgrundlagen, die man kennen und verstehen muss, um diese Fragen konkret für sich beantworten zu können als Beschaffungsstelle. Und wir haben auch gesehen, es gibt unterschiedlichste Implementierungsansätze und wir müssen das einmal aufarbeiten. Für uns, aber vor allem für die 30.000 Beschaffungsstellen, denen wir Rede und Antwort stehen wollen zu diesem Thema. An dieser Stelle würde ich jetzt sehr gerne an Frau Rumpel übergeben, die die Durchführung dieser Studie wirklich gemanagt und verantwortet hat. Ja, hallo nochmal in die Runde. Genau, also die Studie ist recht umfangreich geworden in Summe und das lässt unser Zeitrahmen heute leider nicht zu, dass wir jetzt auf alle Ergebnisse im Detail eingehen, aber wir würden Ihnen gern so ein paar Punkte einfach mitgeben wollen, die auch für uns total interessant waren und die wahrscheinlich auch der Grund mit waren, wieso die Studie dann am Ende auch so umfangreich geworden ist. Also eine der wichtigsten Erkenntnisse war nochmal der Punkt, dass wir uns ja immer an dem orientieren müssen, wie zumindest die grundsätzlichen Möglichkeiten in Unternehmen sind, das Ganze auch prüfen zu lassen beziehungsweise zu prüfen. Das heißt nicht, dass man sich im Detail daran orientieren muss, aber man ist ja natürlich in der Beschaffung darauf angewiesen, auch etwas abzufordern, was zumindest mittel- und langfristig in einer Art und Weise auch funktionieren wird. Und da ist es nochmal interessant, das in den Blick zu nehmen, dass Unternehmen in der Regel Lieferkettenmanagement, und das ist auch sehr sinnvoll aus der Nachhaltigkeitsperspektive, mit einem langfristigen Ansatz arbeiten. Das heißt, es ist kein Thema, das von heute auf morgen sich in der Regel verändern wird, sondern das braucht wirklich einen Prozess dahinter. Ein zweites Thema war auch, dass wir nochmal dieses Thema der ILO-Kernarbeitsnormen herausarbeiten lassen haben und da auch nochmal die Erkenntnis war, das ist zumindest als Mindeststandard ein wichtiger Ansatzpunkt, aber es gibt noch viele weitere Normen und Themen, die man durchaus auch in so einer Prüfung oder in der Beschaffung auch berücksichtigen kann und an der einen oder anderen Stelle auch berücksichtigen sollte. Und wir hatten noch einen weiteren Erkenntnisbereich und das war dieser ganz grundsätzliche Ansatzpunkt, dass man sagt, es gibt sehr viele Themen in dem Bereich, aber es ist, wie auch immer man anfängt, in der Regel sinnvoll, mit einem gewissen risikobasierten Ansatz zu arbeiten. Das heißt, zu schauen, wo sind die Hotspots, entweder in den Regionen oder bei den Themen, oft ist es ja eine Kombination, und sozusagen sich auch so ein bisschen von dem Anspruch zu lösen, dass man tatsächlich hundertprozentig überall alles nachprüfen können muss, sondern eher zu einem Ansatz überzugehen, dort, wo es schwerwiegende Risiken gibt, genauer hinzuschauen. Und wir hatten in dem allgemeinen Grundlagenteil auch die unterschiedlichen Arten von Standards und Prüfungsformen untersuchen lassen. Da war nochmal die wichtige Erkenntnis, es gibt ganz verschiedene Standards und ein Bereich ist sicherlich der, der sehr produktbezogen arbeitet. Dazu werden wir heute auch noch etwas hören. Und der andere Ansatz ist eben, dass man sagt, man lässt vor Ort im Rahmen eines sogenannten Fabrik-Audits zertifizieren. Uns ist aber auch nochmal ganz wichtig zu betonen, im Titel der Studie taucht zwar das Wort Sozialaudit auf, aber wir haben diese Frage der Prüfungsformen tatsächlich etwas weiter gefasst, weil uns das wichtig war, auch eben diese verschiedenen Formen dort abzubilden und denjenigen, die sich damit beschäftigen, auch einen umfassenden Blick darauf zu geben, welche Alternativen es vielleicht noch gibt zu Sozialaudits. In dem konkreten Themenbereich der sozialen Audits war eines der wichtigsten Erkenntnisse sicherlich dass es dafür einen umfassenden Prozess braucht. Das heißt, man muss erstmal gewisse Grundlagen schaffen. Also es ist die Frage stellen, zum Beispiel, was sind die Standards, nach denen geprüft wird? Ganz praktisch, wie schaut das aus mit einer Auditrichtlinie, also was kriegt der oder diejenige, die prüfen geht, an die Hand, also wie läuft die Dokumentation ab, wie sieht die Qualifikation aus und ganz wichtig auch die Frage, wie sieht ein Prozess aus, wenn tatsächlich Verstöße festgestellt werden, also was passiert damit im Nachgang. Das sind alles Themen, die
sehr detailliert zum Teil in der Studie herausgearbeitet worden sind. Das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, dass wir uns da die Detailergebnisse anschauen, aber das war sicherlich eine wichtige Erkenntnis, dass man gewisse Stufen quasi vorbereiten muss, bevor man ins tatsächliche Auditieren gehen kann. Und für uns war auch nochmal an der einen oder anderen Stelle einfach sehr interessant, dass nochmal Ergebnis auch umfasst hat, dass an vielen Stellen man sicherlich auch externe Unterstützung oder externe Expertise benötigt, einfach deshalb, weil die Themen sehr spezifisch werden können. Und Verwaltungspersonal oder die internen Mitarbeitenden müssen jeweils mit einbezogen werden oder den Prozess auch leiten. Aber an verschiedenen Stellen übersteigt das sicher Kompetenzen und die Möglichkeiten des internen Verwaltungspersonals. Genau, das war jetzt so ganz grob einmal ein kurzer Überblick zu, was wir eigentlich gemacht haben und was so einige der wichtigen Erkenntnisse waren. Und ich würde jetzt nochmal Beneke übergeben, die nochmal so kurz ein paar Schlaglichter auf einzelnen Bereichen. Für diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen und gerade einsteigen, irgendwie weiß man es vielleicht. Für uns war es trotzdem nochmal wichtig, das zu unterscheiden. Produktbezogene Standards können direkt in der Vergabe genutzt werden und dann allerdings nur für bestimmte Produktgruppen. Sozial im Unterschied dazu sind Standort- und zeitbezogen und können zum Beispiel für ausgewählte Prüfungen vor Ort herangezogen werden. Das heißt, ich kann mit produktbezogenen Standards arbeiten, wenn ich ganz konkrete Produkte beschaffe und die abstrakt definiere. Will ich mit Sozialaudits arbeiten, habe ich die Herausforderung, dass ich kennen und wissen muss, an welchen Standorten diese produziert werden, Produkte, und auch in welchem Zeitrahmen. Klammer auf, häufig werden Produkte ja vorproduziert und gehen dann in Lagerung. Und die kaufen wir dann, Klammer zu. Und das ist eine der großen Herausforderungen, wenn man mit Sozialaudits arbeitet. Ein weiterer wirklich großer Punkt, den wir gelernt haben, ist, es gibt Unterschiede zwischen den einzelnen Standards und die sind recht groß. Und das macht für die Unternehmen auch einen recht großen Unterschied, mit welchen Referenzen man hier arbeitet. Die Unterschiede liegen in den Bereichen Referenznormen, also welche Bereiche sind überhaupt abgedeckt, was die Regeln betrifft. Es gibt größere Unterschiede im Hinblick auf Kosten und Aufwand, sowohl für die Seite der Beschaffenden, also für die nutzenden Seite sozusagen, wie auch für die anwendenden Seite. Und es gibt natürlich auch größere Unterschiede im Hinblick auf die Qualität, insbesondere abhängig davon, wie man Qualität für sich selbst an der Stelle definiert. Eine Kernerkenntnis, die wir hatten, ist, dass die Kontrollen vor Ort einen wirklich umfassenden Prozess zum Aufbau von Grundlagen voraussetzen. Und das sage ich einer Stelle heraus, die im Auftrag der Bundesregierung Bund, Länder und Kommunen berät, aber auch Teil einer wirklich großen Beschaffungsorganisation ist. Also wir haben 330 Mitarbeitende hier im Beschaffungsamt und beschaffen professionell für die Bundesregierung und auch für uns wäre alleine dieser umfassende Prozess eine extreme Herausforderung. Denn wir haben gelernt, wir müssen Referenzrahmen setzen und müssen Maßstäbe setzen, anhand derer vor Ort kontrolliert werden kann. Und diese Maßstäbe und Referenzrahmen müssen den Unternehmen bekannt sein und sie müssen für die Unternehmen leistbar sein, damit wir das Ganze in unser Beschaffungsverfahren mit einbeziehen können. Und das ist ein großer, komplexer Vorgang, der sicher mit größerem Zeiteinsatz und der entsprechenden Prioritätensetzung auch für eine große Beschaffungsstelle zu wuppen wäre, nicht jedoch für kleinere Beschaffungsstellen zu machen ist. Deswegen ist das aus unserer Perspektive auf jeden Fall ein Ansatz für Kooperationen und Zusammenarbeit. Und der letzte Punkt, auch der ist irgendwie nicht neu, aber es war wichtig, in diesem Kontext nochmal für uns festzustellen. Der Markt braucht die Forderung der öffentlichen Auftraggeber zur Umsetzung und entsprechender Nachweis. Die Unternehmen arbeiten
viel bzw. zunehmend mit Standardsystemen. Zunehmend arbeiten Unternehmen auch im Hinblick auf ihre Zulieferer mit Normen und Standards, die sie auch drittauditieren lassen. Aber insbesondere die Drittauditierung, die braucht noch einen Anstoß von außen. Und da ist natürlich der öffentliche Auftraggeber ein wichtiger Faktor, um zu Drittauditierung zu führen. Soweit. Richtig? Noch hinzuzufügen? Nee, ich glaube, das war ein guter Überblick. Gut. Wir haben Ihnen hier nochmal unsere Kontakte mit eingefügt und würden an dieser Stelle Stefan dann nicht zurückgeben. Vielen Dank. Sehr, sehr spannend und schade, haben wir nur gerade 15 Minuten. Ich sehe schon, wir müssen euch unbedingt in den nächsten Beschaffungskonferenzen wieder einladen, nur zu einem dedizierten Thema. Wir freuen uns jetzt schon. Gerne. Ich versuche jetzt mal den Fragenradar reinzublenden. Ja, das hat geklappt. Wunderbar. Ich hoffe, Sie haben fleißig Fragen eingegeben. Ich sehe da, die größte Frage ist zum BMI selber. Klickt ihr mal rauf. Könnt ihr es lesen als Gäste remote oder muss ich das vergrößern? Zoom das mal rauf. So. Bildschirmteil. Ah, gut. Ah, Teams teilen meinst du. Mein Teams. So. Ja. So, Bildschirm. Wir haben jetzt Zugriff, ja. Den wieder rausgenommen gerade. Ja, Moment, ich muss noch den Bildschirm teilen. So. Jetzt solltet ihr die Fragen sehen. Können wir. Gut. Wie setzt das BMI in seinen Ausschreibungen die gesetzlichen und sozialen EU-Rahmenbedingungen um? Und wie stellt es sicher, dass diese auch eingehalten werden? Das hast du, glaube ich, erwähnt, oder? Mit der Erklärung. Ich wollte gerade sagen, also der Kernschlüssel zu dieser Frage ist die Verpflichtungserklärung, die wir mit Bitkom verhandelt haben. Die wird in der zentralen IT-Beschaffung, welche hier im Beschaffungsamt lokalisiert ist, angewendet. Und dort haben wir mit Bitkom verhandelt, welche Zertifikate beziehungsweise welche Nachweisformen wir zulassen als Nachweis. Das sind zum einen drittauditierte Zertifikate, die wir anhand eines bestimmten, Fragensystems ausgesucht haben. Sie müssen jedem zugänglich sein. Sie müssen einen bestimmten Standard auch im Umgang mit Findings bieten und, wie gesagt, drittauditiert sein. Und wir haben eine Möglichkeit vorgesehen, in dieser Erklärung einen sogenannten Dokumentenkatalog zu beantworten. In diesem Katalog müssen die Unternehmen dann darstellen, wie sie im Umgang mit den einzelnen ILO-Normen, die wir fordern, oder wie sie im Umgang im Alltag sicherstellen, dass die ILO-Normen eingehalten werden, die wir fordern, und uns auf Anfrage auch bestimmte Dokumente dazu vorlegen lassen. Gut, super. Die zweite und letzte Frage, die ich gerne schnell anschneiden möchte, ist, welche Forderungen hat das BMI an die Hersteller aus Sicht der Studie Social Audits? Da steckt so viel drin in der Frage. Ich würde mal anfangen mit dem ersten Halbsatz, nämlich welche Forderungen hat das Beschaffungsamt an die Hersteller? Wir haben vor allem an die Hersteller die Forderung, dass sie die Verpflichtungserklärung als Mustererklärung akzeptieren und auch umsetzen. Und das ist aber ein ganz entscheidender Punkt. Eine Unterschrift zu leisten ist bis dahin leicht und dann muss man umsetzen. Und in der Verpflichtungserklärung haben wir einen Passus stehen, nachdem diejenigen, die die Mustererklärung akzeptiert haben, verpflichtet sind, in den Lieferkettenstadien, die betroffen sind, also erste bzw. zweite Lieferkette-Stadium, uns die Möglichkeit zu verschaffen, vor Ort Kontrollen durchzuführen. Das heißt, die Unternehmen, die bieten, müssen sich in der Lage sehen, über ihre Verträge ihren Zulieferern durchzustellen, dass bei Anforderung
unsere Prüfenden gegebenenfalls die dortigen Firmen auch besichtigen dürfen und dort Sozialaudit durchführen dürfen. Gut, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich Sehr muss gerne. Ein bisschen auf die Uhr schauen und weiterdrücken. Ich probiere jetzt mal den Bildschirm nicht mehr zu teilen. Wo ist das Ding jetzt? Hier. Ist ein bisschen schade, dass man da immer alles so umschalten muss, aber so ist es halt. So. So. Unser nächster Gast ist Peter Pawlicki. Peter Pawlicki war auch schon 2019. Ihr seht nichts, das ist aber schön. Oder? Extended. So, dann unser nächster Gast ist Peter Pawlicki. Er war auch schon 2019 bei uns zu Gast und hat uns Electronics Watch, ein Monitoring Firma, ein Monitorkonstrukt vorgestellt, das es seit 2015 so gibt. Aber Electronics Watch hat sich seit 2021 zusammengeschlossen in einer Verpflichtungserklärung zusammen mit RBA, dem Responsible Business Alliance, und haben da zusammen eine Verpflichtungserklärung unterzeichnet. Und wir sind ganz gespannt, was da jetzt daraus geworden ist und wie sich da weiterentwickelt haben. Ich sage jetzt nicht, du hast das Wort, Peter, sondern ich versuche zuerst umzuschalten, bis ich dich sehe. Okay. So, und share Hallo, den Bildschirm. So. Ich habe meinen Bildschirm schon geteilt, aber sehe, dass der noch ja. nicht so weit ist. Okay, dann habe ich ihn noch nicht geteilt. Teilen. Rausgehen. Kannst du nochmal helfen? Also die Technik hier ist ein bisschen speziell. Was sollte man teilen, habe ich schon. Oh, Duplicate, ja. Dann nochmal auf Teams, ne? So. So, probier nochmal den Bildschirm zu teilen. Ich fordere die Steuerung an. Jetzt muss ich eine Genehmigung kriegen. Nein, also Stop Sharing. Okay, jetzt darf ich teilen. Mal gucken, wie wir dann kommen. So, ist jetzt mein Bildschirm zu sehen? Nein. Ja, jetzt, Peter. Okay, super. Du hast das Wort. Vielen ja, Dank hallo. Für die Geduld. Ja, vielen Dank. Das kennen wir ja alle, dass sobald es wirklich wichtig wird, dann funktioniert Zoom oder Teams nicht, so wie es eigentlich so sollte. Ja, hallo, ich war schon mal in Bern und bei der Konferenz das letzte Mal. Deswegen vielen Dank für die nochmalige Einladung. Electronics Watch, schon mal vorweg. Wir haben keine Kooperationsvereinbarung mit RBA. Wir haben, und da komme ich nochmal im Detail drauf, wir arbeiten mit denen sehr eng zusammen. Wir sind aber zwei getrennte Organisationen und das ist uns extrem wichtig. Wir sind ein unabhängiger Dienstleister für öffentliche Beschaffungsstellen und managen das Monitoring für Beschaffungsstellen. Das Monitoring der Lieferkette. Und das ist zentral, nicht nur zu wissen, wo die Lieferkette ist und was für Probleme in der Lieferkette auftauchen, sondern wir managen auch die betrieblichen Verbesserungsprozesse. Es gibt keine richtige gute Übersetzung, wie ich finde, für Remediation im Deutschen. Deswegen sage ich immer betriebliche Verbesserungsprozesse. Es geht darum, wenn man Verstöße findet, sollte man die auch verbessern.
Wir sind gleichzeitig eine Plattform für sozialverantwortliche öffentliche Beschaffung. Das heißt, das ist ein ganz neues Thema weiterhin. Wir sehen da eine unglaublich dynamische Entwicklung und der Austausch zwischen Beschaffungsstellen ist zentral, damit da Lernprozesse entstehen. Was wir sind, ist ein Netzwerk von Beschaffungsstellen und das ist extrem wichtig, weil das stärkt die Wirkung gegenüber der Industrie, also was für Forderungen man stellen kann, wie man die stellt. Gleichzeitig erleichtert das natürlich der Industrie, auf diese Forderungen einzugehen, weil wenn 400 Beschaffungsstellen unterschiedliche Fragebögen raussenden, ist das anstrengend. Wenn die aber immer den gleichen Fragebogen raussenden, ist das natürlich eine Vereinfachung. Also das heißt, wir sind auch eine Schnittstelle zwischen den öffentlichen Beschaffungsstellen und der Industrie und erleichtern das Leben für beide Seiten. Wenn man sich unsere Vorstellung von nachhaltiger Beschaffung so ein bisschen anguckt, es geht darum, und das können wir jetzt seit ein paar Jahren, faire Arbeitsbedingungen in der Lieferkette fordern. Das kann man in verschiedener Form machen. Man sollte es aber machen, weil man ja auch eine Sorgfaltspflicht hat als Organisation. Wenn man das macht, muss man Monitoring machen. Man muss wirklich nachgucken, wird das umgesetzt? Wenn ja, wie wird das umgesetzt? Das ist wirklich ein zentraler Punkt, wenn man Forderungen stellt, ein Monitoring zu haben. Leider ist es so, dass wenn Sie persönlich oder jemanden beauftragen, in Ihre Lieferkette reinzugucken, ob da bestimmte ILO-Kernarbeitsnormen, die im Grunde ja nur Mindeststandards definieren, ob die eingehalten werden, werden Sie leider aktuell in jedem Betrieb fundamentale Verstöße gegen diese ILO-Kernarbeitsnormen finden. Das ist nun mal so, das muss man einfach akzeptieren. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Was macht man mit einer Situation, wo man Zwangsarbeit findet? Was macht man mit einer Situation, wo man heftige Überstunden findet? Also jetzt nicht, dass Menschen mal 50 Stunden in der Woche arbeiten, sondern dass durchgehend mehr als 60 Stunden in der Woche gearbeitet wird. Was macht man in einer Situation, wo grundsätzliche Arbeits- und Gesundheitsschutzregeln nicht eingehalten werden? Oder was macht man in einer Situation, wo es offensichtlich zu Union-Busting kommt, also die Kollektivvereinbarung und die Freiheit, Gewerkschaften zu gründen, einfach nicht ermöglicht wird? Man kann aus dem Vertrag rausgehen und sozusagen sagen, ich möchte mit dem Lieferanten nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist eine radikale Möglichkeit, die aber dann einem im Grunde verbieten würde, überhaupt noch Elektronik-Hardware zu kaufen. Oder man kann mit der Lieferkette arbeiten. Das ist das Lieferkettenmanagement. Also man findet Compliance-Probleme und man arbeitet mit den Lieferanten dahingehend, dass sich diese verbessern, dass diese vielleicht sogar aufhören zu existieren. Aber die Idee aus so einer Nachhaltigkeitsperspektive ist einfach eine schrittweise Verbesserung im Verständnis dahingehend, dass es einfach Probleme gibt. Das ist so sozusagen, was Electronics Watch anbietet und was Electronics Watch mit seinen Mitgliedern auch durchführt. Wenn man sich den Ausschreibungsprozess oder den Beschaffungsprozess so ein bisschen anguckt, gibt es immer so zwei große Phasen. Einmal die Ausschreibungsphase, also da, wo man wirklich die Angebote reinbekommt, wo man die bewertet. Da kann man sehr gut bestimmte Kernarbeitsnormen, Standards Qualität reinschreiben. Und dann gibt es aber auch das Vertragsmanagement. Und das ist ein bisschen interessanter aus unserer Perspektive. Das ist da, wo wir arbeiten. Das Vertragsmanagement gibt den Beschaffungsstellen viel mehr Zeit. Da haben sie Vertragslaufzeiten, wie wir sie sehen, zwischen 2 und 5 Jahren. Da können sie wirklich Lieferkettenmanagement, Lieferantenentwicklung betreiben. Da können sie gucken, was passiert in meiner Lieferkette. Da können Sie mit Ihren Lieferanten sich an den Tisch setzen und können sagen, schau mal, wir hatten eigentlich vereinbart, das soll nicht passieren. Jetzt haben wir festgestellt, das passiert. Wie können wir das verbessern? Also da ist eine Zusammenarbeit mit der Industrie möglich. Da geht es um kontinuierliche Verbesserung. Da geht es aber auch um ein Verständnis natürlich für komplexe Lieferketten.
Elektronik hat die komplexesten Lieferketten weltweit. Man kann nicht einfach sagen, ich will ILO-Kernarbeitsnormen sofort umgesetzt haben und glauben, dass es einfach in allen Lieferkettenstufen passieren wird. Das wird nicht passieren. Das heißt, man muss Prozessperspektive einnehmen, man muss verstehen, wie die Industrie funktioniert. Und deswegen ist das Vertragsmanagement eine sehr positive Möglichkeit für die öffentliche Beschaffung, wirklich nachhaltige Wirkung in den Lieferketten auszuüben. Das Schöne ist, wenn man das wirklich gut entwickelt hat, kann man am Ende gucken, was haben wir denn eigentlich bewirkt im Rahmen dieses Vertrages. Man kann es messen und das ist wunderbar. Um es zu messen, muss man aber natürlich ein hohes Level an Transparenz haben. Darüber passiert in einer Lieferkette oder wo ist meine Lieferkette, was passiert in meiner Lieferkette, was haben die Unternehmen unternommen, um das zu verbessern und wie haben sich die Verbesserungen wirklich ausgewirkt. Das ist ein extrem hohes Maß an Transparenz, das notwendig ist. Das Interessante ist, dass das sehr gut funktioniert. Lieferkettentransparenz ist bei uns immer der erste Schritt. Die bekommen wir gerade standardmäßig auf Lieferkettenstufe 1 und sehen in den letzten anderthalb Jahren auch eine extrem gute Entwicklung auf Lieferkettenstufe 2. Das heißt, übersetzt für Nicht-Expertinnen, unsere Mitglieder können aktuell relativ gut sagen, wo die Komponenten ihrer Laptops, Desktops und Drucker hergestellt werden. Wo heißt, wo steht die Fabrik, die Leiterplatte hergestellt hat, die in meinem Laptop, der gerade auf meinem Schreibtisch steht, verbaut wurde. Das ist die Transparenz, die man mit Electronics Watch hinbekommen kann, die man natürlich nur mit der Zusammenarbeit mit der Industrie hinbekommen kann. Aber so sind die Lernprozesse über die letzten Jahre gelaufen, dass das relativ gut schon funktioniert. Es gibt natürlich wie immer ein Spektrum. Es gibt Unternehmen, die sind da besser. Es gibt Unternehmen, die können da noch besser werden. Ich habe die ganze Zeit über unsere Mitglieder gesprochen. Auf diesem Bild sehen Sie in grün die Länder, wo unsere Mitglieder sind. Wir haben aktuell über 400 Mitglieder. Das sind alles öffentliche Beschaffungsstellen von Universitäten über regionale Regierungen, Städte wie zum Beispiel Barcelona, London, bis hin zu immer mehr nationalen Regierungsstellen. In der Schweiz haben wir Mitglieder, insbesondere in der französischsprachigen Schweiz, also PER, das ist der Zusammenschluss der frankophonen Kantone, die bei uns Mitglied sind. Aber auch die Zürcher Hochschule der Künste ist bei uns Mitglied, das ist ganz interessant. In Deutschland, weil das ja oft einen Referenzrahmen darstellt, sind die Universitäten in Schleswig-Holstein bei uns Mitglied, die Dataport, das ist ein Zusammenschluss von 6 Bundesländern, die gemeinsam ITK-Hardware beschaffen und seit neuestem auch das IT-Dienstleistungszentrum in Berlin. Also das heißt, da entwickelt sich auch immer stärker einfach ein Interesse und eine Dynamik für Beschaffungsstellen, um wirklich was zu machen und nachhaltig auch zu sehen, was passiert in unserer Lieferkette. In Rot sehen Sie unsere Monitoring-Aktivitäten. Denn es geht ja darum zu verstehen, was passiert denn eigentlich in den Lieferketten, also in den Fabriken. Wir kommen von dem Monitoring von Fertigung, also das heißt, wir haben am Anfang wirklich auf Fertigung geschaut und da insbesondere natürlich Länder wie China wichtig sind, haben wir da gute Kapazitäten, aber auch Länder wie Polen, Tschechien und Ungarn sind gerade für europäische Mitglieder sehr wichtig, weil da sehr viel durchkommt. Es gibt eine große Dell-Fabrik zum Beispiel in Polen. Fast alle Dell-Produkte, die in Europa verkauft werden, gehen dadurch. Ähnlich Foxconn in Tschechien, ähnlich Lenovo in Ungarn. Seit ein paar Jahren machen wir aber nicht nur Fertigungsmonitoring, sondern schauen uns auch den Rohstoffabbau an. Da gucken wir uns Kongo an, da insbesondere Kobalt, da gucken wir uns Bolivien an, Lithium und Zinn in Indonesien und Philippinen gucken wir uns in Nickel an. Das sind sehr wichtige Rohstoffe für die Produktion von Elektronik. Das sind sozusagen diese beiden Netzwerke, mit denen wir zusammenarbeiten. Also einerseits das Wissen, was passiert in den Fabriken, was für Stöße gibt es und andererseits die Beschaffungsstellen, die dieses Wissen brauchen, um dann mit der Lieferkette zu arbeiten, um ihre Lieferanten zu entwickeln. Wir gucken uns in den Fabriken an, was für Probleme gibt es über eine ganz spezifische Methode, die heißt arbeitsorientiertes Monitoring. Da geht es darum,
wie man an die Beschäftigten herantritt, wie man die einbezieht in den Prozess und was für eine Qualität von Daten man dadurch erzeugen kann. Unsere Richtlinie dazu ist öffentlich zugänglich. Das heißt, die können auf unsere Seite gehen und sie können sich das auch angucken und auch mit den anderen Richtlinien anderer Organisationen vergleichen. Wichtig für uns ist dabei, wir arbeiten mit lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Das heißt Menschen, die vor Ort leben, die vor Ort arbeiten und die Experten, die Expertise haben in dieser Arbeit. Das sind ArbeitsrechtsanwältInnen, das sind Arbeitsrechtsexperten, die sowieso in dem Feld arbeiten und mit denen wir dann in bestimmten Fällen für bestimmte Fabriken zusammenarbeiten. Wir haben bestimmte Arten von Untersuchungen, da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, aber es geht einfach darum, immer zu gucken, wie kann man diese Verstöße am besten in den Fabriken wirklich abholen, wie genau macht man das, wie umfangreich macht man das. Und manchmal gibt es auch eine Situation, wo man zum Beispiel nicht in die Region kann, aus Gründen von Krisen, von Krieg oder zum Beispiel aktuell ist China ein großes Problem, weil da sehr oft einfach Reisebeschränkungen sind durch die Corona-Politik der chinesischen Regierung. Das heißt, da müssen wir aber auch schauen können, was passiert in den Fabriken. Da haben wir eine Methodologie entwickelt, um eben von Weitem natürlich viel ungenauer zu machen. Die RBA wurde ja schon erwähnt, das ist der Industrieverband der weltweit führenden Elektronikunternehmen. Die RBA besteht seit, wenn ich mich richtig erinnere, 2006. Da sind im Grunde alle großen Elektronikunternehmen, die Sie kennen, drin, also von Apple über HP bis Dell. Da sind aber auch die ganzen Lieferanten und die Komponentenlieferanten und die Lieferantenlieferanten drin. Seit neuestem auch immer mehr Autofirmen, wie zum Beispiel Ford. Das ist einer unserer Hauptpartner, wenn es darum geht, um diese betrieblichen Verbesserungsprozesse, die ich angesprochen habe. Mit denen haben wir jetzt 2021 sogenannte Terms of Engagement vereinbart. Das heißt, wenn wir einen Monitoring-Bericht abgeschlossen haben, wenn wir festgestellt haben, was für Verstöße es in einer bestimmten Fabrik gibt, dann gehen wir zur RBA. Und dann gibt es einen Prozess, der genau definiert, schrittweise mit Verpflichtungen, wer muss was in welcher Zeitdauer abliefern und wie läuft dann der Verbesserungsprozess ab. Das ist unglaublich wichtig auf verschiedenen Ebenen. Einerseits erleichtert das natürlich die Arbeit, das erleichtert aber auch das Monitoring der Arbeit. Sind wir im Zeitplan, sind wir nicht im Zeitplan? Sehr wichtige Frage. Aber natürlich ist das auch eine Darstellung dessen, wie wichtig der Industrie öffentliche Beschaffung ist. Denn das ist ein formales Dokument, das von beiden Seiten unterschrieben wurde und veröffentlicht wurde. Damit hat die RBA auch kommuniziert, öffentliche Beschaffung, organisierte öffentliche Beschaffung im Rahmen von Electronics Watch ist uns so wichtig, dass wir mit denen ein formales Abkommen unterschreiben wollen, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Wie läuft so eine Zusammenarbeit in unserem Rahmen? Ganz grob, wir, unsere Monitoring-Partner, machen ein Monitoring. Wir machen daraus einen Bericht. Unsere Mitglieder haben vertragliche Verpflichtungen mit ihren Lieferanten etabliert, die sozusagen sagen, ihr müsst euch an bestimmte ILO-Kernarbeitsnormen und andere Normen halten. Und wenn nicht, dann werden wir das überprüfen. Die Unternehmen kriegen den ersten Bericht. Dieser Bericht geht nicht an die Öffentlichkeit, sondern nur an die betroffenen Unternehmen, wo wir denen sagen, guck mal, das haben wir gefunden. Wir wollen mit euch darüber sprechen. Betroffene Mitglieder bekommen eine Zusammenfassung des Berichtes. Da kriegen sie nicht die Details, aber sie kriegen eine Information. Wir haben diesen Betrieb, wir haben ein paar Probleme gefunden. Dann läuft ein Prozess der Verhandlungen, wie man diese Verbesserungsprozesse hinbekommt. Dieser Prozess ist natürlich immer herausfordernd. Manchmal läuft das gut, manchmal läuft das weniger gut, manchmal läuft das gar nicht. Wenn das gar nicht läuft, gibt es diese vertraglichen Verpflichtungen, auf die unsere Mitglieder pochen können. Das ist ganz wichtig, weil da kommt es dann zu einer vertraglichen Verpflichtung. Ich muss dich leider ermahnen, deine Zeit ist abgelaufen. Ja, gut. Damit bin ich du ja eigentlich auch schon fertig. Ich darf noch ein Schlusswort sprechen und dann möchte ich mir gerne kurz noch die Fragerunde anschauen. Super. Das Wichtige an der ganzen Sache ist, Mitglieder können ihre Verträge durchsetzen auf Grundlage transparenter Daten, die sie zur Verfügung gestellt bekommen
um zu wissen, was in ihrer Lieferkette ist. Das ist einzigartig weltweit, die Tiefe der Transparenz und die Möglichkeit, wirklich die eigenen Fabriken in der eigenen Lieferkette sozusagen mit denen zu arbeiten und zu wissen, was da wirklich los ist. Super. Und damit höre ich auf. Danke vielmals. Entschuldigung für den Unterbruch, aber leider Gottes ist die Zeit der Treiber heute. Ich schalte schnell um auf den Fragenkatalog. So lassen wir im Moment weg. Auditmaßnahme ist in ganz rot drin. Die Frage lautet: Wie viele in Prozent der Feststellung werden zugesichert und wie viele dauerhaft behoben, treten also bei späteren Audits nicht mehr auf? Eine ganz spannende Frage. Peter, wie viele Prozent von euren Feststellungen werden umgesetzt? Wir arbeiten darauf hin, dass etwa 80-90% umgesetzt werden. Darüber haben wir aber keine Kontrolle, weil ja sowohl die Markenfirmen als auch die Hersteller an diesem Prozess beteiligt sind. Der zweite Teil der Frage ist fast noch wichtiger. Was passiert, wenn wir 2 Jahre später in der gleichen Fabrik nochmal Interviews machen? Finden wir da die gleichen Probleme? Jein, würde ich sagen. Wir finden durchaus ähnliche Probleme oder die Probleme haben sich verlagert. Ein kleines Beispiel: Wir haben in einer Fabrik es geschafft, Zwangsarbeit von Studierenden und Schülern zu beenden, sind dann ein Jahr später in die Fabrik reingekommen und haben festgestellt, 60% der Beschäftigten arbeiten jetzt als Leiharbeiterin, was illegal ist. Das heißt, das Problem hat sich total verlagert. Jetzt sind wir gerade mit der Fabrik dabei, dieses Problem anzugehen. Das heißt, es gibt systemische Probleme, das ist der Hinweis darauf, an die man eigentlich rangehen müsste. Da sind wir noch nicht so weit. Gut, die zweite Frage hier auf dem Schirm ist: Bei Audits von innen, wie wird sichergestellt, dass die Audits gemäß internationalen Richtlinien durchgeführt werden? Wir machen keine Audits auf dem Betriebsgelände. Wir machen unsere arbeitsorientiertes Monitoring außerhalb der Betriebsgelände aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist Sicherheit der Beschäftigten und Qualität der Daten. Das ist eine Herausforderung. Das ist aber auch eine Form von Perspektive. Beide Audits, sowohl auf Gelände als auch vom Betriebsgelände weg, sind wichtig. Und man muss die nebeneinander legen und schauen, was die für Resultate haben. Was wir bisher festgestellt haben, ist, wenn Unternehmen, nachdem wir ihnen unseren Bericht vorgelegt haben, ein eigenes Re-Audit machen, stellen sie eigentlich immer die gleichen Probleme fest, weil sie dann mit einer klaren Perspektive in ihren Auditprozess reingehen. Also unsere Ergebnisse werden eigentlich immer bestätigt. Sehr gut. Jetzt probiere ich was Neues. Ich probiere hier umzuschalten und stelle dir noch die dritte Frage. Dann können wir ein bisschen Pausenmusik machen. Ich habe gelesen, dass eine Frage war, warum die Schweizerische Bundesverwaltung noch nicht Mitglied von Electronics Watch ist. Finde ich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Das kann ich nicht beantworten. Das ist eine spannende Frage. Es hat sehr oft damit zu tun, dass wir eine kleine Organisation sind. Wir sind aktuell 9 KollegInnen, also ich plus 8 KollegInnen. Wir können nicht mit allen Organisationen sprechen, mit denen wir gerne sprechen würden. Und in den letzten 2,5 Jahren konnten wir auch nicht reisen. Das ist auch eine Schwierigkeit. Also Menschen nicht persönlich zu treffen, ist wirklich eine Schwierigkeit, gerade beim Prozess Mitglieder zu, ich will es nicht sagen zu werben, aber einfach ihnen was vorzustellen und auf Fragen einzugehen. Es ist, zum Glück sind wir in der Form, wo wir sowas online machen können. Das entwickelt sich alles gerade sehr gut, finde ich. Also von Seiten Bundesverwaltung kann ich sagen, ich habe es abgeklärt, das Bundesamt für Bau und Logistik ist daran, das zu prüfen und schauen, in welcher Art und Weise die Schweizerische Bundesverwaltung Mitglied werden könnte. Es ist ein relativ komplexes System, weil wir ganz dedizierte Ausschreibungen machen, aber es ist eine Person daran. Wer LinkedIn gelesen hat, auch gesehen, wer das ist. Die ist leider nicht da heute, die ist nämlich in den Ferien. Von hier aus schöne Grüße in die Ferien. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank für die Einladung.
möchte ich hier vor Ort Martin Eichenseder begrüßen. Er arbeitet bei TCO Certified seit 4 Jahren. Vorher arbeitete er aber 17 Jahre lang als unabhängiger Prüfer, Prüfexperte bei TÜV Rheinland in Asien, beginnend als Prüfungsingenieur, Reviewer und später als Auditor und Zertifizierer. TCO Certified ist das umfassende Nachhaltigkeitszertifizierungssystem für IT-Produkte, für 11 Warengruppen. Martin ist der Vertreter der deutschsprachigen Seite des Dachraumes und wir sind gespannt, was er in den nächsten 20 Minuten uns erklären wird über TCO Certified. Und ich danke ihm vielmals, dass er 12 Stunden Zugfahrt von Ungarn auf sich genommen hat, um hier bei uns vor Ort zu sprechen. Bitte schön. Danke, lieber Stefan. Danke. Danke für die Einladung, danke für die Vorstellung. Ich freue mich, dass so viele Leute hier erschienen sind und Interesse haben an diesem sehr wichtigen Thema. Mein Name ist Martin Eichenseder. Ich kenne und schätze TCO Certified seit über 22 Jahren. Ich war 21 Jahre lang in Asien, davon 17 Jahre eben für den TÜV Rheinland als chinesischsprachiger Tester, Auditor und Zertifizierer. Wir sind also Ende 2017 nach Europa zurückgekommen. Ich möchte Ihnen heute in meinem Vortrag Lösungen präsentieren, wie Sie als Beschaffer von IT-Produkten die Lieferkette beeinflussen können, positiv beeinflussen können und wie Sie nachhaltigere IT-Produkte kaufen können. Jetzt muss ich hier hinein. Hier, danke. Ah, da haben wir vergessen umzuschalten. Normalerweise hat Ihre Organisation oder Ihre Firma eine IT-Strategie, eine gute, umfassende IT-Strategie, die so die Themen der Nachhaltigkeit abdeckt. Unbedingt abzudecken wäre die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit, also die 2 Grundpfosten. Sie müssen bedenken, dass Sie als Käufer eine sehr starke Stimme haben am Markt und die Hersteller, die Industrie wird sich danach richten, wenn Sie das konsequent und bestimmt so kommunizieren. In TCO haben wir festgestellt, dass die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit die Mindestanforderungen sind, die Sie haben sollten. Aber was mindestens genauso wichtig ist, die Lebensdauer der Produkte, dass die Produkte robust sind, reparierbar sind, erweiterbar sind und dass die Produkte so designt sind, dass sie den Ansatz der Kreislaufwirtschaft unterstützen. Wie das sein kann, erkläre ich dann in anderen Folien später. Produkte, die länger in der Nutzung sind und nicht ins Recovery, ins Recycling gehen, lösen eigentlich sehr, sehr viele unserer jetzigen Probleme. Wenn Ihre Organisation also so eine IT-Strategie verfasst hat oder Ziele oder Vorschriften gibt, dann ist es sehr wichtig, diese Falle des Greenwashing zu vermeiden, weil mit Greenwashing besteht ein sehr hohes Risiko, dass Ihre geschätzten Ziele, nicht erreichen bzw. sich in falscher Sicherheit wiegen. Ich gebe jetzt ein ganz einfaches Beispiel, damit Sie sich das besser vorstellen können. Wir alle kennen die Problematik von Plastikmüll. Ja, Plastikmüll kann man also vermeiden, indem man gar keine Plastikprodukte kauft, indem man sie länger nutzt oder indem man den Kunststoff recycelt. Ja, das wären also 3 mögliche Ansätze. Wenn man diesen Kunststoff recycelt, ist es aber ganz wichtig, dass es für diesen recycelt Kunststoff, für diese PCR, Post-Consumer Recycled Kunststoff, auch Abnehmer gibt. Weil nur recycelt wird und es kauft niemand, wird das System sich irgendwann totlaufen. Jetzt kann es sein, dass Ihre Organisation sagt, boah, wir würden gerne bevorzugt Produkte kaufen mit x% Recycled-Plastikanteil.
dann kann Ihnen TCO Certified, unsere Zertifikatsdatenbank, wo alle Produkte abgelegt sind, ganz leicht sagen, wie viel Prozent Post-Consumer Recycled Kunststoff in diesem jeweiligen Notebook, Monitor, Tablet, Desktop-Computer und so weiter sind. Damit können Sie leicht Ihre Ziele einhalten und auch unabhängig verifiziert dokumentieren. Die Kollegen in Stockholm haben sich überlegt, was sind denn eigentlich so die 5 häufigsten Probleme von IT-Produkten? Wie wir heute schon gehört haben, sind IT-Produkte mit vielen Problemen behaftet. Man hat also festgestellt, das ist in zufälliger Reihenfolge die sogenannten Conflict Minerals. Das betrifft also Rohstoffe, die in Kriegsgebieten oder Krisengebieten abgebaut werden. Und der Profit aus dem Abbau wird genutzt, um dort Bürgerkriege oder Kriege zu finanzieren. Das zweite ist natürlich soziale Verantwortung, ist immer wieder eines der Hauptthemen, soziale Verantwortung in der Produktion, soziale Ungerechtigkeiten. Dann Gefahrenstoffe. Gefahrenstoffe ist ein sehr interessantes und tiefes Thema. Gefahrenstoffe betreffen einerseits Gefahrenstoffe in der Produktion des Produktes. Das sind sogenannte Process Chemicals, die eingesetzt werden, wenn das Produkt produziert wird. Das sind Reinigungsmittel zum Beispiel. Und dann haben Sie natürlich auch die Gefahrenstoffe, die sich im Produkt selber befinden können, die jetzt Sie, Ihre Mitarbeiter, Ihre Kollegen betreffen können und die zu einem späteren Zeitpunkt auch das Recycling, das hochwertige Recycling schwierig machen. Das ist das Thema der Gefahrenstoffe. Dann der Elektroschrott, ein Riesenthema, der Export von Elektromüll, kann also auch entschärft werden durch längere Nutzung der Produkte, wenn die Produkte so designt sind. Da muss man aber in der Designphase der Produkte bereits Anforderungen setzen. Und die Unterstützung der Kreislaufwirtschaft. Wir haben momentan immer noch ein sehr starkes lineares Wirtschaftsmodell, wo also produziert wird, genutzt, weg, entsorgt, recycelt. Die Recyclingraten sind generell nicht sehr, sehr gut, aus vielen Gründen. Auch hier versucht TCO mit seinen Kriterien anzusetzen. Ich möchte immer wieder darauf hinweisen, dass Sie dieses komplexe Thema der Nachhaltigkeit, in diesem Fall von IT-Produkten, nur effizient angehen können, wenn Sie alle diese Aspekte berücksichtigen. Wenn Sie sich nur auf ein Thema fokussieren, nur die soziale Verantwortung oder nur Konfliktmineralien, dann werden die anderen eher nicht gelöst werden können. Man kann natürlich mit einem anfangen und sich im Laufe der Jahre dann steigern in der Organisation. Gut, ganz kurz ein Wort zu TCO Certified. Kann ich kurz fragen, wie viele von Ihnen haben schon davon gehört? Boah, sehr schön. TCO Certified wurde also 1992 gegründet vom Dachverband der schwedischen Gewerkschaften. Der TCO Certified war damals ein reines Ökosiegel. Der Hintergrund war, man möchte die Gewerkschaftsmitglieder, die Büroarbeiter, also schützen. Das war der ursprüngliche Gedanke. In den 30 Jahren seit der Gründung haben sich die Produktgruppen von damals, den Röhrenmonitoren, immer weiterentwickelt. Wir haben momentan 11 Produktgruppen. Und der Anforderungskatalog wurde ständig erweitert und strikter gemacht. Wir haben alle 3 Jahre eine neue Version, die wieder strikter ist als die vorige Version. Seit 2009 haben wir bereits sozialverantwortliche Kriterien implementiert. Und diese Erfahrung, die die Kollegen in Stockholm hier, diese abertausenden Stunden an Erfahrung, die man gemacht hat in Stockholm, die kommen Ihnen jetzt zugute, wenn Sie also so ein Produkt erwerben. Und da steckt wirklich sehr viel Erfahrung dahinter, sehr viele Rückschläge und sehr viele Falschannahmen, die man halt dann korrigieren muss in den nächsten Versionen. Deshalb ist es wichtig, dass wir ständig den Standard updaten. TCO hat sich überlegt, wie man die Beschaffer unterstützen kann, wie man die Welt ein bisschen verbessern kann. Und zu diesem Zweck hat man sich angeschaut, wie dieser
Lebenszyklus eines typischen IT-Produktes aussieht. Das ist also die Herstellungsphase, die Nutzungsphase und dann die Recovery-Phase. Und wenn aus der Recovery-Phase Rohstoffe zurückfließen können in den Herstellungsprozess, wie zum Beispiel durch die Kunststoffe oder durch gutes Recycling, dann hat sich der Kreislauf geschlossen. Noch viel wichtiger ist aber, dass wir versuchen, in der Nutzungsphase nicht nur einen Nutzer zu haben, vielleicht sogar zwei oder drei, wie das erreicht werden kann, wenn zum Beispiel Ihre Organisation das Notebook nur 3 Jahre nutzt und dann am Markt anbietet, das als refurbished Notebook. Ein Notebook, das schon 5 oder 6 Jahre alt ist, wird vermutlich keiner mehr kaufen. Eines, das noch 3 Jahre alt ist, wird vermutlich noch einen zweiten Nutzer finden. Da muss man sich also überlegen, was passt zu meiner Organisation, was kann ich da tun. Sollen wir jetzt hier schon eingehen? Ja, schauen wir kurz hier hinein. Wie schaue ich denn aus mit der Zeit? Super. Also in der Herstellungsphase haben wir zum Beispiel die typischen Kriterien, die Sie immer wieder hören können. Lieferkettenverantwortung inklusive der Prozesschemikalien. Das sind also diese typischen ILO-Kernarbeitsnormen, die man immer wieder hört. Lieferkettentransparenz ist auch abgedeckt, alles seit 2009, seit vielen, vielen Jahren. Antikorruptionsmanagementverfahren, dann haben wir die Konfliktmineralien, Umweltmanagementsystem und jetzt auch ganz neu ist die Energieeffizienz in der Produktion. Ein sehr großer Anteil des Footprints entsteht in der Produktion und nicht in der Nutzung des Gerätes. Auch hier kommt die längere Nutzung der Geräte dem CO2-Äquivalent sehr zugute. Aber die Geräte müssen das halt unterstützen. Wenn das Gerät nicht leicht reparierbar ist, wird man es nicht reparieren. Dann in der Recovery-Phase ist die Reduktion oder viel besser noch die Vermeidung von Gefahrenstoffen. TCO arbeitet hier mit einer sogenannten Accepted Substance List. Ich gebe Ihnen so ein paar Keywörter. Wir können heute unmöglich alles abdecken. Normalerweise brauche ich für den Vortrag 2-3 Stunden und habe noch nicht alles durch. Und jetzt haben wir 20 Minuten. Es ist einfach ein sehr breites Thema. Kontaktieren Sie mich einfach gerne. Ich mache auch gerne Einzelsitzungen über Videokonferenz und dann gehen wir auf die Punkte ein, die Sie interessiert. Natürlich dann Produktverpackung, Recycling, Product Takeback System. TCO Certified ist ein globales Siegel. Wir können jetzt sagen, ja, das haben wir in der Schweiz ja alles abgedeckt, aber das ist ein globales Problem und in vielen Ländern ist das nicht abgedeckt. Und wir können hier nicht das isoliert betrachten. Nutzungsphase, welche Kriterien betreffen die Nutzungsphase? Das ist die Gesundheit und Sicherheit der Nutzergruppen. TCO testet auch die Ergonomie der Geräte. Wir haben aus den ganz Anfangsjahren sogar noch elektrisches, also magnetisches Feld der Geräte getestet. Ja, kann man jetzt dran glauben oder nicht, aber wir denken halt, wenn das Gerät weniger abstrahlt, kann das auf jeden Fall nicht schädlich sein und es ist technisch recht leicht möglich. Es kostet ein paar Cent mehr dem Produzenten. Energieeffizienz natürlich, abgedeckte Garantie, auswechselbare Komponenten, je nachdem welches Produkt das ist, gibt es also unterschiedliche Anforderungen, was austauschbar sein muss. Haltbarkeit des Produktes, da gibt es also Standards, wo das Produkt am Boden fällt, 26 Mal, glaube ich, haben wir gestern nachgeschaut, ne? Aus einer gewissen Höhe muss trotzdem funktionieren. Im Gegensatz zu der elektrischen Sicherheit, da lässt man das Produkt auch fallen, da muss es aber nicht mehr funktionieren, nur nicht unsicher werden. Das sind also so unterschiedliche Standards. Austauschbarkeit und Langlebigkeit der Batterie und wenn ich das Produkt weitergeben will an einen anderen Nutzer, wie kann ich denn da sicherstellen, dass meine Daten nicht anderen Leuten in die Hände fallen? Das ist also alles abgedeckt, um zu versuchen, diesen Prozess möglichst einfach zu machen in der Praxis. Oh, ich habe das falsch rumgehalten. Gut, dann Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit ist ein sehr wichtiges Thema. Ich vergleiche das gerne mit was ich, Abschlusszeugnissen von Universitäten. Wenn das eine bekannte Universität ist, werden Sie dem Zeugnis von Ihrem zukünftigen Kollegen also wahrscheinlich mehr trauen. Wenn das eine unbekannte Universität ist, wahrscheinlich weniger. Also Glaubwürdigkeit ist etwas sehr Wichtiges, wenn Sie mit Zertifikaten arbeiten.
TCO ist ein sogenanntes Typ-1-Siegel, genauso wie der Blaue Engel, das EU-Eco-Label. Das sind zwei der berühmtesten Vertreter, die es hier gibt. Es gibt also eine Menge Anforderungen. Hier können Sie gerne nachlesen oder an mich kommen, rankommen. Was auf jeden Fall vermieden werden soll, ist, sich auf Siegel zu verlassen oder, sagen wir ganz allgemein, auf Systeme zu verlassen, die, wo es nicht so transparent ist, was die eigentlich tun. Es gibt also Siegel, da gibt es sehr viele Kriterien, die man erfüllen kann, aber nicht muss. Ja, keine Namen nennen, aber sieht alles sehr gut aus, aber wenn man da tiefer hineinschaut, dann muss der Hersteller eigentlich nur 50% der Anforderungen erfüllen und ist trotzdem zertifiziert. Ja, wer nutzt den TCO Certified? In der Mitte ganz neu hinzugekommen, der Stefan sehr stolz darauf, in der Schweiz, dieser P025, da kannst du gerne mehr erzählen, bitte ihn kontaktieren, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass das auch genutzt wird, nur dann können wir etwas verbessern. Dann habe ich also ein Beispiel aus Österreich, die Bundesbeschaffung nutzt TCO Certified in den Ausschreibungen als Muss-Kriterium sogar. Dann haben wir das Kaufhaus des Bundes, Bundesländer nutzen explizit TCO Certified. Und hier ist, was wir heute früh gehört haben von der Ilse, ihrer Kollegin, Kompetenzstelle der nachhaltigen Beschaffung. In ihrer Verpflichtungserklärung ist TCO Certified das einzige zugelassene Siegel als Nachweisführung. Dann haben wir auch ein paar andere sehr schöne externe Referenzen. Das ist zum Beispiel die Siegelklarheit vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die TCO mit sehr guter Wahl auszeichnet, der Nachhaltigkeitsrat, TCO ist der Vorreiter bei der Bewertung sozialer Kriterien, Verbraucherinitiative des Bundesverbandes mit Label Online, TCO sehr empfehlenswert. Das motiviert uns immer noch mehr zu tun. Und auf der Standard-Map können Sie TCO Certified auch vergleichen mit anderen Siegeln oder Empfehlungen. Und hier gibt es noch einen Link zu einem Video von SECO, ne? Das war ein Videolink, war das, ne? Genau. Ja, genau, 2021. Ich zeige Ihnen das nur, damit Sie so ein Gefühl bekommen, ich bin nicht irgendein Fake-Zertifikat-Promoter hier, sondern da haben sich sehr viele Stellen schon damit beschäftigt und das, was wir tun, als sehr positiv beurteilt. Hier geht es noch weiter, auch eine Seite von der UN, Praxisbeispiele, Leitfäden, TCO Certified, das einzig mit Grün, dann diese Broschüre auch von Bitkom und Beschaffungsamt und natürlich die Verpflichtungserklärung, wie ich vorher schon erwähnt habe. So. Und jetzt gibt es Siegel und dann ist immer das Thema, ja, gibt es denn überhaupt Produkte? Da gibt es ein sehr schönes Siegel, super Anforderungen, ein super System dahinter. Aber gibt es denn überhaupt Produkte? Ja, wir haben Produkte. Wir haben ca. 3.500 aktuell, danke, ich weiß, was du machen wolltest, aktuell zertifizierte Produkte und die finden Sie in unserem sogenannten Product Finder. Das ist eine Zertifikatsdatenbank, da sind also die ganzen aktuell gültigen Zertifikate hinterlegt, die können Sie mit Modellnamen suchen, die können Sie filtern nach Hersteller, HP, Dell, Lenovo, Fujitsu und so weiter, Asus, Acer, alle großen Hersteller bieten hier besonders nachhaltig produzierte Produkte an. Und so schaut der Produktfinder ungefähr aus, da können Sie nachsehen. Ja, haben wir Produkte? Ja, wir haben Produkte. Wir haben jetzt zum Beispiel Notebooks, hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, 388 zertifizierte Notebooks von den großen Herstellern. Displays ist die älteste Produktgruppe, die TCO abdeckt, damit haben wir angefangen, da gibt es eigentlich die meisten Produkte hier. Displays haben wir 2993 sogar. Wir haben im letzten Jahr auch Smartphones dazu bekommen, das war ein sehr langer Prozess, Smartphone-Hersteller zu finden, die sich in die Karten schauen lassen wollen und dann auch die Anforderungen erfüllen. Ich darf keine Werbung machen. Schauen Sie einfach hinein, dann wissen Sie, welche Smartphones das waren, die hier bestanden haben.
Wir haben ja heute hier einen sehr bekannten Vertreter der Jurikative, heißt das so? Jurikative? Ist das richtig? Ja? Und man muss sich immer Gedanken machen, also ich kann was fordern, ich kann natürlich sprechen mit, sagen wir mal, mit den Fabriken. Ich benutze hier lieber das Wort Fertigungsstätte. Fabrik ist ein bisschen schwammiger Ausdruck, Fertigungsstätten. Mit den Herstellern sprechen und hoffen, dass sich etwas verbessert. Manchmal verbessert sich einfach zu lange nichts und dann wäre es besser, man hat das Instrument der Konsequenz, im Hintergrund, und zwar muss man diese Konsequenzen zeitnah einsetzen können. Man muss auch in der Lage sein, die Konsequenzen durchzusetzen. TCO macht das für Sie. Ja, TCO monitort das alles, und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir einen Eskalationsprozess, und der führt dann eigentlich zu Lösungen. Da haben wir die Fragen. Das ist unser Anforderungskatalog, der ist gratis runterzuladen. Für jedermann im Internet kann er sich gerne anschauen. Da haben wir noch was zum Klicken. Ja? Hier kann man draufklicken. Und das sind also die acht Kapitel unseres Anforderungskatalogs, der eigentlich alles abdeckt, was wir uns vorstellen können, was ein Beschaffer brauchen könnte. Jo, dann habe ich hoffentlich meine Zeit durchgepeitscht. Wenn Sie Fragen haben, bitte unbedingt kontaktieren. Ich habe meine Visitkarten dort hingelegt, können Sie sich gerne mitnehmen. Melden Sie sich einfach, und wenn Sie Fragen haben zu jedem dieser einzelnen Punkte, Detailfragen haben, wie geht das genau, was machen wir da, warum machen wir etwas, melden Sie sich einfach bei mir. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort zurück an dich. Vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Wirklich auch wieder schade, dass die Zeit so kurz ist. Ich möchte mit einer, sage ich mal, gemeinen Aufwärmfrage anfangen, nämlich genau die gleiche, die ich vorher Electronics Watch auch gestellt habe. Wie viele in Prozent der Feststellungen werden zugesichert und wie viele dauerhaft behoben? Es wird 100% zugesichert und 100% behoben. Wenn jetzt, sagen wir, eine Fertigungsstätte, das ist ja schon wieder ein langes Thema. Es ist eine neue Fertigungsstätte, die früher noch nie besucht wurde. Ja? Dann hat diese Fertigungsstätte das sogenannte Initial Audit, als erstes Audit. Da werden immer Abweichungen festgestellt. Da wird man selbst bei Schweizer Unternehmen, bei deutschen Unternehmen, überall wird man was finden. Ja? Und dann kommt man eigentlich in die Phase der sogenannten Corrective Action. Ja? Und diese kann, je nachdem, wie schwer dieses gefundene Problem ist, Wochen dauern, bis Monate dauern, viele Monate dauern. Also mehr als ein Jahr haben wir noch nicht erlebt. Aber nur wenn man der Fabrik klar macht, dass hier, dass es ernsthaft gemeint ist und dass die Nichterfüllung unserer Anforderungen finanzielle Konsequenzen hätte. Weil die Fabriken machen das nicht freiwillig, sondern um Profit zu machen, um Geld zu machen. Und das ist der Schmerzpunkt, wo man notfalls, wenn das nicht durchzusetzen ist, ansetzt. Wie man das macht, ist, man verbindet alle Hersteller, die es gibt, alle die großen Hersteller verbindet man. Diese Fabrik wird praktisch angedroht, dass keiner der großen Hersteller dort mehr TCO-Certified Produkte produzieren kann. Und das führt eigentlich immer dazu, dass die Fabrik einlenkt. Ja, natürlich sprechen wir am Anfang auch, man spricht gerne, ne? Wir sprechen seit Jahren über diese Themen. Aber irgendwann muss der Zeitpunkt erreicht sein, wo wir auch Ergebnisse sehen wollen. Wenn die Fabrik das nicht erfüllt, fliegt sie aus der Accepted Factory Liste raus und bekommt halt diese Aufträge nicht mehr. Bitte. Hängt davon ab, wie schwer diese Findings waren. Ich habe so einen Auditbericht hier, wir können den in der Pause mal durchgehen, wir können schauen, was so die normalerweise Abweichungen sind. Ja, wenn Sie im Detail interessiert, wenn das schwere Abweichungen sind, nein. Ja, wenn das Abweichungen sind, die sagen, okay, da geben wir dir 3 Monate, da geben wir dir 2 Monate Zeit, dann ja. Wir schauen aber nach 2, 3 Monaten, nach 4 Monaten, nach 5 und nach 6 Monaten, ist erfüllt oder nicht. Und wenn nicht, ist das Zertifikat entzogen.
Und das ist für die Hersteller ein Riesenproblem. Also ein Zertifikatsentzug ist so, wie wenn ihnen jemand das Uni-Zeugnis wegnimmt. Das möchte man nicht. Ne? Zum Beispiel. Bitte. Was war das für Strategie? Bring your own device. Also bring dein eigenes Gerät mit in die Firma. Oh, und wer bezahlt das Device? Der Arbeitgeber. 1.000 Franken pro Jahr und du bringst dein. Ja. Dann würde ich als Arbeitgeber sagen, ja, du bekommst die 1.000 Franken, aber es muss zertifiziert sein. Oder etwas Gleichwertiges sein. Außer es gibt halt wirklich keine Geräte in dieser Produktkategorie. Dann kann ich das nicht verlangen. Ne? Wir haben auch ein sogenanntes Gleichwertigkeitsdokument. Das wurde vom Vergaberechtsanwalt der Stadt München für gut empfunden. Das kann man also anwenden, wenn man sagt, okay, es gibt jetzt nicht das Telefon, was ich mag, es gibt zum Beispiel auch gar nicht dieses Produkt, was ich mag. Was kann ich dann als äquivalent einsetzen? Das Problem ist halt, Sie haben die Verantwortung der laufenden Kontrolle nach dem Kauf, was Ihnen das Siegel abnehmen würde. Also es ist eine fast Gleichwertigkeit, aber es schiebt sehr viel Arbeit an den Beschaffenden ab. Leider auch unterbrechen, sonst kann dein Kollege seinen Vortrag. Ja, bitte, nicht mehr bitte finden Sie mich nach dem Vortrag und kommen Sie zu mir. Ich habe hoffentlich Antworten zu allen Ihren Fragen. So, vielen Dank, Martin. Fertig. Ja, leider schon. Sehr spannend. Sonst. Danke. Ich probiere mich da wieder einzuschalten. Guck noch mal die Regie an, ob sie mir helfen können. Ich sehe das, was ich will, aber ihr seht das nicht. Escape und mal gucken. So. Jetzt ist es gut. Hein? Perfekt. Mein letzter Gast ist sein Chef. Nämlich Niklas Reidel. Niklas Reidel ist der Direktor von TCO Certified. Und er greift ein Thema auf, das du vorhin schon erwähnt hast. Es ist manchmal sehr schwierig, Blue- und Greenwashing zu erkennen und auch möglicherweise zu vermeiden. Niklas ist ebenfalls von Stockholm zugeschaltet und wird uns in seinen letzten 10 Minuten aufzeigen, wie man Blue- und Greenwashing vermeiden kann und wie man es auch erkennen kann, dass es Blue- und Greenwashing überhaupt gibt. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in internationalen Normierungen im Bereich der Nachhaltigkeit von IT-Produkten und hat mehrere wissenschaftliche Arbeiten dazu publiziert. Niklas spricht Schwedisch. Habe ich gefragt, ja, kannst du vielleicht Englisch? Und das kann er. Und vielen Dank, Niklas, dass du hier bei uns bist heute. The stage is yours. Thank you very much, Stefan, and thank you everyone else. I'm sorry I can't keep this speech in German, but I try to keep the slides in German so you can read there if you like. And then you can always talk with Martin after my presentation in German, if you like. We are also open for a web meetings if any one of you would like a more in-depth discussion around any of these subjects. I'm happy to have a individual web meeting some other time. So the purpose of my presentation is to give you some basic understanding about the most important aspects of credibility for certifications and labels in order to choose labels, but also if you prefer to do this job yourself, what you should focus on. So I kept this presentation a few months ago for the Global Equilibrium Network to help labels there focus on the right
aspects of their systems. So the question, can ecolabels help you in your work, and can they add value to the product you purchase? So if we go to the next slide, Stefan. So what is the kind of role of a label or a certification? Well, if we proceed and look at the green square, you can see that in order to set criteria yourself as a purchaser, you need a lot of resources. If you don't buy a certified product, you have to have a lot of understanding about sustainability. And you need knowledge in order to answer to a journalist or to stakeholders or even your own colleagues about sustainability and the criteria that you've chosen. You need to spend time to verify the compliance of the criteria you chose. And that costs time, and maybe you have to hire people for this. If you decide to accept declarations from the industry where they promise compliance, you take a big risk, because if the promise is a lie and a journalist find out, you will have a big problem. There is also takes a lot of time to solve problems if problems are found in factories or on the products. So when you do an audit in a factory, it's very likely that you will find some problem, because there are 10,000 people working in these factories. And then you, as a purchaser, are responsible to solve those problems together with the factory if you have done this yourself. If you know about child labor in a factory, you are also responsible to solve that child labor issue. If you use a certificate instead, you reduce your own risk and your own responsibility, and you leave that to the certification or the label. So this is a kind of insurance for you, that you give some of the risk and some of the resources and cost to the certification instead. And this adds a lot of value to the product you purchase. This is a service package that is added to the product free of charge, and it adds a lot of value to that product. And you should take that into consideration when you purchase product. A certified product is the product and the service package. A non-certified product is just the product. So let's go to the next slide. Stefan, yes. So greenwashing and blue washing, that means when inaccurate or exaggerated expectations are created. So someone who issued the label make a promise, and the promise is not true in the end. And that can create problems for you as a purchaser. But there are a lot of credible labels that actually verify everything that is in the label, and then they will instead protect you from unexpected risks. So we can go to the next slide. So now I will give you a summary of the most important aspects to consider when you make your own requirements, when you verify those requirements, and when you ensure that anything non-conformity is solved. So these are the most important aspects to consider when you choose a label, or if you want to do all of this yourself, invent your own requirements and do the follow-up of them, and so on. This is a good quick guide for that. So the first area is criteria. And criteria
should be relevant to the product. So there should be criteria that has an impact, and they should create sustainability impact that you can measure. So criteria should also be realistic. You should be able to, they should be able to pass by maybe 30 to 50% of the products on the market, so that you get a lot of products to choose between. And they should be holistic. They should cover all areas of sustainability, environmental, social, and also performance of the product, so that you know that you can use that product for many years without having to buy a new one. And they should cover the whole life cycle of the product, from the manufacturing and the use phase and the end of life phase, when you have to put that product on the for recycling. And you should choose criteria that are possible to verify in a repeatable way, in a credible way. So if we continue, you should be careful with certifications and labels that have criteria for a long time without revising them. For IT products, we believe that criteria should be revised every 3 years in order to keep up with the fast development of the IT industry. You should be careful with criteria that focus on irrelevant aspects that are not relevant for the product, like a petrol station that make big commercial about paper mugs. The big problem for a petrol station is not the paper mug, it's the petrol, from a climate perspective. You should be careful with a la carte menu criteria, where the industry can choose between different choices and then they get a certain amount passed. A certification should ensure that all criteria are fulfilled. There should not be a possibility to choose, because then you as a purchaser need to understand which criteria are more or less important. And you need to find out for every product what criteria have been fulfilled and what criteria are not fulfilled. So if there is a possibility to choose criteria for the industry, it's much more complicated for you as a purchaser. Criteria should not have loopholes. They should be clearly formulated, so it's easy to understand what's required. And if you don't have these aspects of criteria, the label can distract and mislead you from creating real sustainability impact. Then we go into proof. It's really important that you have proof that all the criteria are fulfilled. So you should ensure that the owner of the label have the proof of compliance with every criteria for every product before they issue a certificate. You don't want to trust the industry's promises, and then the label should not trust their promises either. They should have proof. So ensure that they have the proof. You should be careful with sustainability claims where the industry say that they have proof, but you have not seen the proof. This is something you have to be careful with, because when the journalist come 3 months later and won't ask you, why did you buy the product? It's been made by children in Asia. You have to tell the journalist that you trusted the industry. A signed declaration is from the industry is not proof, it's a promise from them. So consequences of bad or an insufficient proof is that you have unfair competition. Some brand owner can fool you and lie to you and win the tender, and more sustainable product will lose the tender because they're honest. So this is not good. You should have fair competition, and you get that with a good certification. Then you have follow-up. This is the next area. When you find problems,
you need to ensure that those problems are closed and resolved. When you do audits in factories, you're always going to find some problems. These factories are enormous. The Apple factory, the Foxconn factory that manufactured the Apple phone has 1 million workers. So you need to do risk assessments and audits continuously during the tender, every year. And you need to do some spot checks to ensure that the auditors are not corrupted. And when you find problems, you have to do a re-audit to ensure that the findings are closed, that they have solved it, that the factory solved the problem. Niklas, if you don't, your time is over. Okay. Yeah. Then I ask I look at the round here. Maybe we can make 5 minutes longer, but it's half past. No worries. I'm almost finished, so it's good. And you can see the rest in German in the presentation. No problem. Good. Perfect. You have any question here in the room here? Greenwashing questions? I have also not seen any questions in the Q and answer tool. Nobody? Alle haben Hunger. So then, thank you, Niklas, and sorry for the interruption. No worries. Kleines Schlusswort von mir. Das war die Ausgangslage der Fragen, und ich glaube, wir können mit gut und recht behaupten, dass nur wenn alle Aspekte, alle Fragen erfüllt sind, wir wirklich von einem Nachhaltigkeitszertifizierung sprechen können. Das ist ganz wichtig. Also nur Teile davon oder eventuell oder Selbstdeklarationen reicht uns heute nicht mehr. Und ich möchte als Abschluss noch einmal die Fragestellung nach den Gesetzen stellen. Eine Lösung habt ihr bekommen, die bekommt ihr heute Nachmittag noch detailliert von meiner Kollegin auch noch. Also die Bundesverwaltung hat dedizierte Papiere, wie man geprüfte und von Juristen auditierte Kriterien anwenden kann, den P025, der vom DTI gehostet wird. Und das Wichtigste für mich ist, bleiben Sie dran, schauen Sie genau hin. Es ist möglich, heute wirklich gut und nachhaltig zu beschaffen. Es gibt keinen Grund mehr, es nicht zu tun. In diesem Sinne, vielen Dank und einen guten Appetit. Vielen Dank, meine Gäste. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich etwas länger. Auch bald. Ja, unbedingt. Wir werden telefonieren. Sehr gerne. Wir wünschen eine spannende Konferenz weiterhin. Perfekt, vielen Dank. Niklas, I see you in up the 17 in Stockholm. Yes. Hi Niklas and bye. Bye bye. Ah, hast du wieder ausgeschaut. So. Da, das kleine Geschenk hier noch für den Speaker. Oder? Ah ja, mache ich dir gern. Ja, prima. Danke vielmals. Ja, super. Dann haben wir genau beim Essen noch ein bisschen Zeit. Super, perfekt. Danke. So, hat es wirklich noch geklappt? Das mit dem Umschalt ist wirklich saublöd. Ja, das ist wirklich blöd. Aber da haben wir es einmal zum Laufen gebracht. Ja. Für ein anderes Mal müsste man vielleicht da einen anderen Schirm haben, dass man das überziehen könnte. Weil ich sehe gar nichts, oder? Ja. Dass das zweimal ist und ich könnte es überziehen, oder? Dann sieht man, was man sieht. Ja. Und ich habe gemerkt,